Hallihallo meine Lieben und herzlich willkommen zurück zu einem neuen Video von mir. Ich bin's wieder, eure Nelly, und ich wurde gefragt, wie ich meine Kontur im Gesicht setze. Ich möchte auf jeden Fall euch zeigen, mit welchen Produkten ich meine Kontur setze. Ich bin auf jeden Fall kein Pro, Leute. Wichtig ist mir auf jeden Fall zu sagen, ihr müsst das nicht so schminken, ihr müsst nicht so Kontur in eurem Gesicht setzen, so wie ich das gemacht habe. Für diejenigen, die das so unsauber ist oder ganz, ganz, ganz schrecklich ist, die sollten dann auf jeden Fall abschalten. Ich bin noch in der Lernphase. Meine Inspiration und meine Make-up-Schule ist dieser Kanal hier. Ich liebe diesen Kerl. Der ist einfach mega, Leute. Mega. Unbedingt mal reinschalten und auf jeden Fall abonnieren. Und ich würde sagen, für diejenigen, die sich dafür interessieren, how I create that look, then please keep on watching. So, meine Lieben, zuerst creme ich mir mein Gesicht ein, um einfach einen perfekten Teint zu bekommen. Dies mache ich mit einer sehr gut riechenden Gesichtscreme, die ich mir jetzt neu gekauft habe. Sie ist auch vegan. Und hier könnt ihr erstmal sehen, dass ich mir mein Gesicht eincreme. Dann benutze ich die Foundation von Fit Me, wie in meinem letzten Video auch. Das ist, glaube ich, die Nummer 220. Das ist wirklich eine sehr gute Farbe. Sie hat ein bisschen Gelbstich, so wie ich es ganz gerne mag. Und ihr könnt sehen, dass ich das mit dem Real Techniques Pinsel auftrage. Den Bereich meiner Wimpern und meiner Augenbrauen lasse ich extra aus, weil ich einfach nicht möchte, dass sich die Stellen dort entzünden. Das Ganze mache ich natürlich auch am Hals, damit ich da keine Rötungen habe. Dann geht es weiter mit dem Concealer. Der ist von Essence, extra dieser Yellow-mäßige. Den trage ich unter meinen Augen auf, um einfach ein bisschen mehr Highlight zu erzeugen, sozusagen. Ich versuche dabei immer so ein kleines Dreieck zu machen, wie ihr das hier sehen könnt. Den Concealer setze ich dann unter meine Augen, an meine Stirn und an meine Nase, sowohl auch unter meinen Lippen. Dann geht es weiter mit dem Beauty Blender. Dann werde ich den Concealer einblenden mit dem Beauty Blender. Damit komme ich eigentlich ganz gut zurecht. Dann werde ich meine Wimpern noch ein bisschen kämmen. Das sind jetzt meine ersten Wimpern. Das ist meine erste Wimpernverlängerung. Und ja, die kämme ich ein bisschen durch. Dann geht es schon zum eigentlichen Inhalt des Videos. Das ist die Contour-Palette von Make-up Revolution. Da setze ich ein bisschen Kontur. Das ist die dunkelste Nuance, die ich da genommen habe. Was ich besser hätte nicht genommen, weil es wirklich sehr dunkel geworden ist und schwer auszublenden ist, trotz dass es Cream ist. Also ihr seht, ich bin noch nicht ganz so zufrieden. Dann geht es weiter mit P2. Und zwar ist das das Puder, was ich auch zum Highlight benutze. Aber ich muss wirklich sagen, mit dem Auftragen habe ich immer noch ein bisschen Probleme. Ich habe aber allerdings da schon ein paar Tipps bekommen in den Kommentaren, die ich jetzt versuche mal anzuwenden. Aber wie gesagt, ich bin halt kein Pro und ich mache das hier auch nur hobbymäßig, von daher. Ich will hier auch keine Artists ansprechen, sondern normale Menschen in Anführungszeichen, die noch lernen, mit Make-up umzugehen. Ja, dann setze ich nur noch den Highlighter, auch von Make-up Revolution aus der Palette, mit den veganen Pinseln. Wenn ihr möchtet, kann ich auch mal ein Video dazu machen. Ja, dann noch zum Nagellack. Seid ihr euch fragt, welcher Nagellack das ist auch der von P2. Und ja, dann sind wir schon bei den Lippen angelangt. Nehmen wir 380 diesmal von Catrice. Und ich würde sagen, das war es auch eigentlich schon.